So, guten Tag, moin moin, liebe Leute, seid gegrüßt, herzlich willkommen auf Twitch, natürlich das Ganze als Livestream, da erstmal kurzes Moin Moin in den Chat schon mal an Salazar und Daniel, moin moin. Und mal schauen, was noch im Laufe des Abends dazu kommt und natürlich moin moin auf Twitch, wollte ich gerade sagen, nein, auf YouTube, danke fürs Reinschalten, schön, dass ihr dabei seid und auch, ja, wenn ihr weiterhin Bock habt, auf ein paar Folgen hier von High Rise City sehen wollt, wie sich Fat Town weiterentwickelt, lasst gerne ein Like da, einen Kommentar und so weiter und so fort. Ja, ich kann hier direkt mal auf Spiel fortsetzen. Spiel gespeichert. Spiel ist gleich gespeichert, okay, das ist schon ein bisschen länger an, ihr seht es. Auf jeden Fall, ich habe gerade auf Pause gemacht und wundere mich so ein bisschen, ihr seht es, das Auto fährt langsam vor sich hin. Gut, was los hier in der Stadt, das ist ein bisschen übertrieben viel, ne? Ich weiß nicht, wo die ganzen Leute herkommen oder was die ganzen Leute vorhaben. Es gab wieder ein größeres Update, größeres Patch-Ding, ist ja immer noch im Early Access der Titel und von daher... Ach, muss man mal abwarten. Ihr seht, es bewegt sich alles trotzdem, obwohl es auf Pause ist. Ist ein bisschen Slow Motion, ne? Relativ viele gleiche Personen. Alleine die im grünen Kleid sich jetzt irgendwie viermal, fünfmal oder so. Aber okay, da gibt Schlimmeres. No. So, HSV Hamburg, moin moin, Marina moin. Wenn ihr da seid. So, also, wollen wir gar nicht lange warten. Wir müssen expandieren. Wir sind beim letzten Mal irgendwas mit 50.000, 60.000 haben wir aufgehört und jetzt hängen wir hier bei 70.000. Also wir machen auf jeden Fall gerade ganz nettes Plus. Ich denke, dass wir beim letzten Mal ja so ein paar Sachen dann doch gemacht haben, die wirtschaftlich auf jeden Fall Sinn gemacht haben. Ich höre gar nicht viel vom Spiel gerade. So viel muss man davon wahrscheinlich hören, aber so ein bisschen, ne? Wir gucken mal. Also unsere Bedürfnisse, ne? Also man sieht es hier oben, wir haben sehr, sehr hohen Nachfrage an Büro, Industrie, wie auch immer. Auf jeden Fall an Arbeitsplätzen, sag ich mal so pauschal. An Wohnraum aktuell gar nicht. Und wenn wir hier sehen, wir haben immer noch Gemüsedefizite bei uns zu beheben. Fisch auch und beim letzten Mal hatten wir auch das Lager erhöht, ne? Was uns jetzt mehr Lagerkapazität erschafft. Hier hatten wir die Gemüse. Also ich würde eigentlich sehen, dass ich dieses Stück nochmal komplett mit einer Gemüsefarm versehe. Wir müssen dann auch bald expandieren, ne? Sprich irgendwie neue Stücke noch dazu kaufen. Damit wir mehr Platz haben, nach oben, nach unten und so weiter und so fort. So, dann wollen wir mal gucken. 92% Zufriedenheit der Facharbeiter und die 70% Zufriedenheit der Angestellten. Das geht noch meilensteinmäßig. Brauchen wir 3000 Angestellte, damit wir noch einiges freischalten. Ich weiß auch schon, wir haben hier ja angefangen, so ein bisschen besseren Wohnraum zu bauen. Das ist leise heute, oder? Ich hatte das sonst ein bisschen Geräusche, meine ich. Ich glaube, dieser Umgebungssound ist es hier. Jetzt habt ihr auch so ein bisschen Feeling dann hier vom Spiel. Wir fortsetzen. So, und zwar brauchen wir haben hier noch überhaupt immer noch keine Religion, keine Kirche, wir haben keine Bildung und wir haben auch kein Freizeitspaßvergnügen für die Einwohner. Das müssen wir natürlich noch Abhilfe schaffen und wird mit Sicherheit das hier auch weiter wachsen. Das sind aber alles Bereiche, die uns in der Regel Geld kosten und so macht es mit Sicherheit erst noch mal mehr Sinn, auf mehr Einnahmen zu setzen. Also mal gucken, die Obst- und Gemüsegeschichte möchten wir hoch pushen. Muss ich mal gucken, Obstplantage, das war der hier. Der Obst läuft ja, Gemüse. Mangel an Gemüse. Ja, ich sehe schon, danke. Wollen wir nicht gleich so eine richtig schön große Farm hier bauen, 5,4 Hektar hier oben hin. Das wird ordentlich Gemüsenachschub sorgen, da kann man sich sicher sein. Denn generell ein bisschen Bürogebäude mal ausweisen von dem etwas dichteren Büros. So, das kostet uns natürlich wieder eine Menge Rohstoffe, ne? Und schon sind wir wieder out of Holz und so weiter. Zwei Holz und zwei Steine. Steine sind dann auch aktuell weg. Ja, da werden wir daran arbeiten. Generell möchte ich heute auch die Wolle, also Schafe, ne? Dass unsere unsere Leute irgendwie auch Klamotten kriegen.
Geldtechnisch läuft echt ganz gut. Wo hat noch das Handelsmenü? Das ist Ressourcen, hier ist der Handel. Also wir verkaufen Möbel, würde ich jetzt erstmal ab 10 erst verkaufen. Steine verkaufen wir auch erst in Zukunft ab 40. Wir brauchen ja einfach einen höheren eigenen Grundstock. Das heißt auch hier Lehm auch erst ab 40. Fische auch erst ab 40. Und Werkzeug kaufen wir bis zu 25 ein. Wäre natürlich auch schön, wenn wir da demnächst... Gespeichert. Danke, speichert schon wieder relativ häufig, aber macht ja nichts. Ne? Lieber einmal mehr als zu wenig. So, ich hoffe, euch geht's gut. Liebe Leute, ich glaube, also ich weiß nicht, ob hier Naturkatastrophen irgendwann noch kommen, man weiß es nicht. Man weiß das doch nicht. Das ist hier, out of, oh, Wasser, aber Wasser ist knapp. Hat eine lange ziemlich gut von eigentlich. Oder haben wir Bereiche, die noch kein Wasser haben? Ja, das ist Strom. Strom haben wir immer noch festgestellt, dass die Solardinger für uns energietechnisch besten sind. Wasser, das ist er. Einfacher Wasserturm. Hier ist alles. Hier oben haben wir kein, aber ich glaube, die brauchen gar nicht was, aber. Wird es aber trotzdem einfach mal weiter verbinden. Kann ich schaden. Jenny, danke dir. 29 Monate schon. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Danke dir. Schon wieder ein Monat. Zeit, die rennt. Ist unglaublich. So, jetzt, ja, wir brauchen auf jeden Fall. Oh, guck mal, jetzt ist gerade -11, aber weil wir gerade ganz viel Werkzeug eingekauft haben. Einfacher Wasserturm. Ausgebauter Wasserturm. Groß. Kostet uns auch schon 900. 1250 Strom. Auch aber auch schon Eisen haben wir ja gar nicht. Haben wir doch gar nicht. Und hier ist ja noch Platz. Einfach hier mit drauf auf die Ecke. Gut. Gemüse. Sollte doch eigentlich jetzt mehr werden. Also, wenn der hier... Ja gut, der hatte noch nicht genug Wasser gehabt. Gemüsehof in der Größe braucht wohl auch einen ordentlichen Schwung Wasser. Klingt logisch. Denn relativ leichte Industrie hatte sich ja auch so ein bisschen rausgestellt, ist das hier, ne? Und solange wir hier noch immer tolle Bereiche haben, wo es eine ganz gute... Ich mache mal hier nochmal einfach zwei hin. Da darf ich nicht, wegen wahrscheinlich fehlender Straße. Bauen wir erst nochmal Straße hin. Brauchen wir aber auch eher noch eine Verarbeitungsproduktion, sehe ich. Also ihr seht, ich will ein bisschen für die wirklich dafür sorgen, dass unsere Rohstoffe einfach noch besser laufen hier. Hier unser Industrieviertel für die Steinerstellung, also für Ziegelbrennerei und Lehm und so weiter. Weil, ja, im Zweifel noch einen mehr, ne? Dann brauchen wir bestimmt noch ein bisschen mehr Bürogebäude. Und wenn wir ein Gebäude haben, ach, das ist, der Turm ist ja gar nicht angeschlossen. Immer Fehler, ne? Knapp neben der Leitung ist auch vorbei. So. Moin, 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 moin. Danke fürs Einschalten. Einmal mehr ein... Es mangelt an Gemüse. Es mangelt immer noch an Gemüse, aber es kommt bestimmt gleich mehr Gemüse. Wir sehen aktuell, Obst läuft. 48, ist ganz gut. Noch so ein Fischer hier mit dran. Aber gleich zwei. Dem brauchen wir hier vorne noch eine kleine einfache Straße hin. Das, so mag er das nicht.
gerade. Warum geht das denn nicht? Wenn ich jetzt aber von hier nach dahin ziehe, komme ich auch nicht. Also kann sein, dass ich, weiß ich nicht, ob der zählt. Das Spiel ist gespeichert. Nein, der zählt nämlich nicht. Den müssen wir wieder abreißen hier vorne. Wir kommen so nicht an die Straße ran. Nützt ja nichts. Mehr Fisch. Hat irgendjemand von euch, die jetzt am Start sind, liebe Leute, das Spiel jetzt schon mal angezockt eigentlich? So selber aus Interesse oder bisher kein Bock oder generell nicht? Würde mich mal interessieren, ob da jemand schon so ein bisschen noch ein paar geschickte Tipps und Tricks auf Lager hat. Ich glaube, steintechnisch, das läuft jetzt einigermaßen. Gemüse sollten wir eigentlich auch hier mit reinkriegen. Das hier hinten ist auch, ach Gott, auch außerhalb des Wasserkreislaufs. Nicht mehr. Würde mich nochmal interessieren über unsere Filter. Ne? Also Wasser, sehen wir, was mit Wasser versorgt ist. Was schon? Ressourcen. Wir haben Eisenerz. Hier ist ein ganz kleiner Bereich Eisenerz. Ganz wichtig schon mal zu wissen, glaube ich. Kupfererz haben wir hier gar nicht. Da hinten Richtung riesiges Stück Kupfererz hinten am Berg. Das ist aber noch meilenweit entfernt. Aber ich überlege, da muss ich ja noch 2-3 Quadrate hier mehr kaufen. Das wird nicht so ohne weiteres möglich sein. Gold. Ich auf Anhieb. Da hinten haben wir eine Goldquelle. Auch interessant. Tarn. Weiß man nicht. Man will ja auch nicht da irgendwie jetzt Landwirtschaft drüber bauen, wenn man weiß, ach, da gibt es nachher Uran oder hier haben wir das große Kohlegebiet. Auch sehr, sehr interessant. Aber heißt natürlich auch, dass wir hier bestimmt nachher, also wir haben hier ja schon eine große Umweltverschmutzungszone wohl, dann haben wir hier eine riesige Umweltverschmutzungszone. Dass wir da gar nicht so groß noch ausbauen sollten, glaube ich, im Bereich der Bevölkerung, ne? Okay. Lass eher spielen und schaut zu. Ist auch entspannter, ne? Leben, das haben wir gesehen. Das nutzen wir hier schon ziemlich aus. Wahrscheinlich werden wir da noch hier unten noch einen ranballern, da noch einen ranballern und so weiter und so fort, damit die Steingeschichte dann aber sowas von läuft, dass wir immer ganz viel Steine exportieren können und steinreich werden, ne? Das ist der Plan. Das klingt nach dem Plan für die nächste Folge. Quarz. Achso, Quarz ist hier unten am Strand generell. Kalkstein. Weiß ich nicht. Edelsteine. Da hinten ein paar Edelsteine. Lithium hier vorne. Und da vorne ist noch eine große Lithiumquelle. Okay, wissen wir das auch. Also wir haben ja einen Lärmfaktor. Der Lärmfaktor scheint in der Holzindustrie sehr hoch zu sein. Hier in der Industrie überschaubar. Guck mal so ein bisschen die Zufriedenheiten heute. Ne? Religion haben wir noch nicht. Freizeit haben wir nicht. Bildung haben wir nicht. Gesundheitswesen ist relativ gut abgedeckt. Also diesen Bereich hier, den sehe ich auch noch. Den hier unten sehe ich auch noch mit Wohngebäude. Aber hier oben brauchen wir den Kohleindustrie bald. Und müssen wir mal gucken. Das andere, das wird gleich sein. Feuerwehr, das ist ja alles hier in dem Bereich. Ressourcen hatten wir. Verschmutzungsgrad, genau, war hier oben zu erwarten, dass es relativ hoch ist in der Industrie. Und das wird hier in der Kohleindustrie später auch noch so sein. Und ja, wie wir dann genau weiter expandieren, wie wir das hier noch größer kriegen mit einer halbwegs guten Zufriedenheit, das stellt sich dann noch heraus mit der Zeit. 15% Arbeitslose. Und dann eigentlich. Also ich würde mal gucken. Also wir haben hier ja schon einige Bewohner, dass wir denen jetzt noch mal irgendwas gönnen. Guten Abend, moin moin.
Und das ist ja so ein bisschen dieser Bereich, der hier für ist, ne? Weil ist am geschicktesten. Hier kann man noch ein Stück anbauen und dann kommt da oben die Kohleindustrie. So. Was gibt's denn? Eine Grundschule. Das Spiel ist gespeichert. Mehr gibt's hier auch noch nicht. Aber eine Grundschule ist ja schon mal gut. Guck mal, das ist die Reichweite, die passt auch hier richtig gut rein. Und Religion, eine Dorfkirche, das geht ja auch echt noch von den laufenden Kosten. Und vielleicht noch einen kleinen Gemeindepark, aber uns fehlen gerade Steine. Wieder moderne Grundschule hier. Kann man ruhig mal hier einen hinsetzen. Was fehlt ihm jetzt? Den Holz. Reichweite ist Maximum. Reichweite auch. Also das können wir nicht einstellen. Gemeindeparks und noch einen Spielplatz, ne? Den können wir hier vorne hinbauen. Was Ressource fehlt immer noch? Hat doch gerade kurzzeitig mal 10 Holz. So, und dann müssen wir doch eigentlich glauben, dass unsere Bevölkerung jetzt voll und ganz zufrieden ist hier gleich, ne? Wir haben Essen. Ne, Gewürze haben wir noch nicht. Gewürze müssten wir auch importieren, da bin ich noch zu geizig für. Ich glaube, wir hatten gesehen beim letzten Mal, ich weiß gar nicht mehr, wo der Button dafür war, ehrlich gesagt. Irgendwo konnte ich Land kaufen hier. Aber nur für 100.000, genau. Aber wir hatten ja auch wir haben ja auch durch die Bank, haben wir ja auch riesige Kreditlimits dazu gekriegt, ne? Aber jetzt sind sie noch sehr, sehr zufrieden. Der Platz hat Betrieb aufgenommen. Dann gucken wir mal kurz. Ja, geht so, ne? Maximale geforderte Serviceleistung 50. Ja, es ist auch ganz gut. Wir brauchen Schafe. Mal gucken, wie ausgelastet die Straßen sind. Geht aber eigentlich alles. Ja, hier sind auf jeden Fall auch relativ schnell neue Büros entstanden. 12% Arbeitslose haben wir immer noch. 6% Obdachlose. Okay.
finde ich auch gleich wieder sofort auf Anhieb die Ressourcen. Ne? So, haben wir noch ein bisschen Bürofläche ausgewiesen. Wichtig ist nur, wenn irgendwas so weit wegläuft, ne, dass wir es dringend verkaufen müssen, aber aktuell sehe ich das noch nicht so. Das Spiel ist gespeichert. Das ist nett. Strom kommen wir auch bald wieder in Bedarf. Da müssen wir hinten das nächste platzieren. Oder hier geht es auch vielleicht gerade noch so hin, aber ich möchte nicht denn die ungern die Einflussbereiche von den Holzfällern zu sehr ärgern, weil Holz ist ja scheinbar echt eine Ressource, da kann man fast nicht genug haben. Ne? Wir verarbeiten die zum Möbel und wir brauchen es aber auch immer zum Bauen. So, es gibt jetzt ja auch schon ausgebauter Holzfällerbetrieb, der irgendwie mehr schafft. Ne? Da passen 40 Mitarbeiter rein, also das Doppelte. Kostet aber viel, viel mehr. Mehr Bäume zu fällen ist einfach, ja klar, aber kostet auch viel, viel mehr. Ich weiß nicht genau, wie sinnig das tatsächlich ist. Kommt mir irgendwie nur so halbwegs sinnvoll vor. Nochmal zwei Holzfäller. Wie schon sagte, da würde ich mir wünschen, dass ich das einzelne Gebäude einfach upgraden könnte. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja irgendwann rein ins Spiel. Macht ja eigentlich auch Sinn, ne? Was haben die denn hier für Probleme? Ist das zu laut oder was? In dem Spiel? Warum? Lärm ist hoch. Ja, irgendwas ist ja immer. Deswegen hauen die jetzt die ganze Zeit rum. Ich würde sagen. Also ich tendiere so ein bisschen zum Kredit. Vor allem 5 Millionen, das ist auch so krass übertrieben. Mit 5 Millionen kann ich sofort alles kaufen an Land. Dann so ein 200.000er Kredit, finde ich, das macht vielleicht Sinn, 6%. Öffentliche Kosten, Gesamtkreditdinger, also man kann sich entspannt schon mal eine Erweiterung kaufen und hat immer noch genug Geld, um wahrscheinlich komplett die Wolleindustrie aufzubauen, vielleicht ja auch schon die Eisenwerkzeugindustrie aufzubauen. Weil, ne, wir brauchen dann logischerweise auch mehr Strom für dieses Land hier oben kaufen, weil da ja auch die Kohle war. Dann komplett eigenes Industriegebiet bauen. Ich glaube, das könnten wir gut in der nächsten Folge machen. Da würde ich sagen, machen wir hier einen Break von der Folge, liebe Leute. YouTube sind wir schon wieder am Ende. Danke fürs Reinschalten. Machen wir in der nächsten Folge. Ne? Da wird dann wahrscheinlich mal Kredit nehmen und mal gucken, wo sie das Ganze hinführt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss.